Die Stromversorgung der im Bordnetz angeschlossenen Verbraucher erfolgt durch den im jeweiligen Motor eingebauten Magnetzündegenerator. Der Leistungsbedarf der auf Dauer einschaltbaren elektrischen Verbraucher ist auf den Magnetzündegenerator abgestimmt. Wir beginnen mit der Verkabelung der Verbraucher und zeigen dabei Fehlerquellen und ihre Behebung im Reparaturfall auf. Der Hauptkabelstrang ist bereits am Rahmen verlegt und wird durch Kabelbänder gehalten. Übrigens werden der Hauptkabelstrang sowie die Kabelsätze, sämtliche Bedienungsschalter, Instrumente und deren Beleuchtung und weitere Verbindungskabel einbaufertig abgelenkt mit Isolierschlauch geliefert. Wir bauen die Bedienungsschalter mit den dazugehörigen Kabelsätzen am Lenker an. Dabei sitzt der Abblendschalter mit Horndruckknopf rechts. Und der Blinkerschalter links am Lenker. Beide Schalter werden mit je einer Schraube M4x12 befestigt. Der Kabelstrang vom Blinkerschalter führt zur Klemmleiste und ist dort mit den Kabeln gleicher Farbe verbunden. Der in der linken Seitenschale eingebaute elektronische Blink-Ladesatz, in der Folge EBL genannt, beinhaltet einen Blinkgeber, eine Ladeeinrichtung mit thyristorgesteuerter Regelung und eine Nickel-Cadmium-Trockenbatterie 6 Volt 1 Amperestunde. Bevor wir die beiden Mehrfachstecker anschließen, wollen wir uns etwas intensiver mit der Blinkanlage befassen. Wir unterscheiden zwischen zwei Blinkladesätzen. Für die MOKIK-Modelle den EBL 801-00 und für die Kleinkraftradmodelle den EBL 801-06. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Blinkladesätzen ist folgender. Am EBL für die Kleinkraftradmodelle können kurzzeitig eingeschaltete Verbraucher bis maximal 8 Ampere, wie zum Beispiel das Signalhorn, angeschlossen werden. Dies ist beim Blinkladesatz für MOKIKs nicht möglich. Sehen wir uns hierzu die einzelnen Schaltpläne an. Zunächst für die Supramodelle. Der leistungsstärkste Generatoranker, weißes Kabel, muss am Wechselstromeingang 1 und das grüne Bremslichtkabel am Wechselstromeingang 2 angeschlossen werden. Das am EBL Klemme 49A angeschlossene schwarz-weiß-grüne Kabel führt zum Blinkerschalter, während 31 an Masse gelegt ist. Beim MK2 wird der gleiche elektronische Blinkladesatz allerdings in Verbindung mit dem Diodengleichrichter 802 eingebaut. Es werden drei stromführende Kabel angeschlossen. Das gelbe 17 Watt Lichtkabel führt zum mittleren Anschluss, dem Wechselstromeingang des Diodengehäuses. Während am zweiten Wechselstromeingang die Bremslichtspule angeschlossen wird, führt das schwarze Kabel direkt zum ungeregelten Stromeingang 2 am EBL. Der Anschluss 1 am Diodengehäuse ist mit einem schwarz-roten Kabel mit dem geregelten Anschluss 1 des EBL verbunden. Die weiteren Anschlüsse sind gleich wie bei den Supramodellen. Bei den Kleinkrafträdern wird statt der EBL 801-00 die Ladeeinheit 801-06 verwendet. Diese hat anstelle des Einganges 2 den Anschluss 49, der bis maximal 8 Ampere belastbar ist, jedoch nicht für Zusatzscheinwerfer. Sonst besteht schaltungsmäßig kein Unterschied. Die Sicherung, die nach Abnehmen des Sichtfensters zugänglich wird, ist für 8 Ampere ausgelegt und bei allen ULO-Blinkanlagen vorhanden. Beachten Sie,
Blinkanlagen mit Diodengleichrichter haben zwei formgleiche Mehrfachstecker. Diodengleichrichter und der dazugehörige Stecker haben deshalb je einen weißen Farbpunkt. Neue Fahrzeuge oder Fahrzeuge, die längere Zeit gestanden haben, müssen erst einige Minuten gefahren werden, um die im EBL eingebaute Batterie betriebsbereit zu machen. Die Batterie selbst ist vollkommen wartungsfrei. Die linke Seitenschale wird mit drei Gi-Metall-Buffern, Muttern und Federringen schwingungsfrei befestigt. Während die rechte Seitenschale, in der das Bordwerkzeug mit einem breiten Gummiband klapperfrei untergebracht ist, mit einer Schraube gehalten wird. Komplettieren wir nun die Blinkanlage. Der vordere und hintere Blinkleuchtenhalter ist bereits montiert und die Anschlusskabel durch die Halterohre gezogen. Die schwarz-grünen Kabel werden an der rechten Blinkseite und die schwarz-weißen links angeschlossen. Achten Sie beim Einsetzen der vier Glühlampen 6 Volt 21 Watt auf einwandfreien Sitz in der Arretierung der Lampenfassung. Fehlende Masseverbindung oder Oxidation an der Lampenfassung führt zum Ausfall der jeweiligen Blinkleuchte. Die anderen Blinkleuchten schließen wir genauso an. Befassen wir uns nun mit der Rückleuchte. Alle Mokik- und Kleinkraftradmodelle sind mit einer kombinierten Bremsschlussleuchte ausgestattet. Sie unterscheiden sich bei den einzelnen Modellen in der Größe und wirksamen Lichtaustrittsfläche und sind außerdem bei den Kleinkraftradmodellen mit Nummernschildbeleuchtung ausgestattet. An der Rückseite der Lampenfassung befinden sich drei Flachsteckanschlüsse, an denen folgende Kabel angeschlossen sind: Braun an Masse, Schwarzrot an Bremslicht und Grau am Schlusslicht. Allerdings ist bei den Ultramodellen ein braunes Widerstandskabel zur Spannungsstabilisierung zwischengeschaltet. Die Glühlampenfassung wird in die vier Aufnahmeschlitze geschoben, in denen sie sich arretiert. Die Glühlampenbestückung ist 6 Volt 5 Watt Schlusslicht und 21 Watt Bremslicht. Bei den Mokiks nur 5 Watt Bremslicht und je nach Modell 2 oder 4 Watt Schlusslicht. Wir setzen den Schlusslichtdeckel an und befestigen ihn mit zwei Kreuzschlitzschrauben. Betrachten wir als nächstes das Cockpit und die darin eingebauten Instrumente. Das MK1 und die K50 Sprint ist nur mit einem Tachometer bestückt. Dabei hat das MK1 einen Kurzschlussknopf und die Sprint ein im Scheinwerfer integriertes Zündschloss. Alle anderen Modelle sind zusätzlich mit Drehzahlmesser und den erforderlichen Anzeigeleuchten ausgerüstet. Alle Instrumente sind erschütterungsfrei in einer Dämpfungshalterung gelagert. Die beiden Gehäuseunterteile zur Aufnahme des Geschwindigkeits- und Drehzahlmessers sind gleich und mit je drei Schrauben M6x12 und Federringen befestigt. Beginnen wir mit dem Verlegen der jeweiligen Anschlusskabel. Wir setzen das Steckhülsengehäuse mit Kabeln an der Aufnahmeplatte an und lassen es einrasten. Der von der Unterseite zu montierende Mehrfachstecker ist durch seine Profilform nicht falsch aufzustecken. Die im Mehrfachstecker angeschlossenen Kabel weisen je Anschluss die gleichen Kabelfarben wie im Steckhülsengehäuse auf. Wurden die einzelnen Kabel aus Stecker oder Anschlussgehäuse herausgezogen, so ist unter Verwendung des jeweiligen Schaltplanes die richtige Verbindung herzustellen. Beim Erneuern eines defekten Drehzahlmessers ist Folgendes zu beachten.
MK-Modelle haben einen Endausschlag von 8000 Umdrehungen, Kleinkrafträder dagegen 12.000 Umdrehungen. Es kommt darauf an, ob der im Motor eingebaute Magnetzündergenerator ein vier- oder sechspoliges Magnetschwungrad besitzt. Dabei gilt, vierpolige Anlagen geben zwei Impulse und sechspolige Anlagen drei. Multipliziert mit dem Endausschlag des Drehzahlmessers ergibt zum Beispiel bei Ultra 2LC 36.000 Impulse. Die Anzahl der Perioden ist am jeweiligen Drehzahlmesser eingestempelt. Für Mokix 16.000 und 24.000 oder 36.000 für die Kleinkrafträder. Der Drehzahlmesser wird am schwarz-roten Kabel an Klemme 59, welches von der Bremslichtspule gespeist wird, angeschlossen. An der Klemmenbezeichnung Minus wird das Massekabel angeschlossen. Achten Sie auf richtige Polarität, da falsches Anschließen das Instrument zerstört. Für die Instrumentenbeleuchtung ist das gelb-rote Kabel am Glühlampenhalter angeschlossen. Der Drehzahlmesser wird mit drei Linsensenkschrauben befestigt. Am Drehzahlmesser der KK-Modelle ist ein rot gezeichneter Warnbereich angebracht, welcher bei 9000 Umdrehungen beginnt. Dieser Warnbereich darf auf keinen Fall überschritten werden, die Folge wären Motorschäden durch Überdrehzahl. Nun zum Einbau des Geschwindigkeitsmessers. Die Tachospirale wird durch die Öffnung des Gehäuseunterteils geführt. Nun setzen wir noch den Glühlampenhalter mit Glühlampe 6 Volt 0,6 Watt der Instrumentenbeleuchtung ein und befestigen auch dieses Instrument mit drei Linsensenkschrauben am Gehäuseunterteil. Zur Abdichtung der beiden Instrumentengehäuse gegen Spritzwasser werden von der Unterseite zwei Gummitüllen eingesetzt. Nun schließen wir die Tachowelle am Motor Deckelmagnetseite an. Übrigens, alle 3000 Kilometer muss der Tachoantrieb neu gefettet werden. Durch die Bohrung der Anschlussschraube werden 2 bis 3 Kubikzentimeter Heißlagerfett eingepresst. Nun zum Gehäuse, in dem außer dem Zündschloss die Kontrollleuchten untergebracht sind. 2 gelbe für die jeweilige Fahrtrichtungsanzeige, blau für Fernlicht und eine rote für den Grenzwert der Wassertemperatur. Ist eine der Kontrollleuchten defekt, muss die jeweilige Leuchte komplett ausgewechselt werden. Die Leuchten lassen sich von innen herausdrücken. Wir haben bereits die 4 Kontrollleuchten nach dem Schaltplan angeschlossen und bauen nun den Zündlichtschalter ein. Die laut Schaltplan anzuschließenden Kabel sind 1 gelb vom Generatoranker mit weiß-schwarz zum Lichthubenkontakt, 2 bleibt frei, 3 gelb-rot zum Ablenkschalter und Instrumentenbeleuchtung, 4 blau von der Zündspule die Kurzschlussleitung und 5 schwarz Massekabel. Der Zündlichtschalter wird in 2 Arretierungsnasen im Gehäuse so eingesetzt, dass bei Nullstellung der Zündschlüssel senkrecht steht. Die Regenschutzkappe wird aufgesetzt und die Überwurfmutter aufgeschraubt. Das nun komplette Gehäuse wird mit 2 Schrauben M5x12 von unten befestigt. Nun zum Scheinwerfer und der Frontverkleidung. Wir haben inzwischen das Scheinwerfergehäuse in der Frontverkleidung vormontiert und bauen diese am Fahrzeug an. Sie ist mit 2 Schrauben am Winkel des Blinkleuchtenhalters befestigt. An allen Schrauben sind kopfseitig Gummischeiben beigelegt. Zusätzlich noch an der unteren Halterung 2 Gummischeiben zwischengelegt. Hier wird die Verkleidung zuerst befestigt. Achten Sie beim Anziehen der Befestigungsschrauben an den beiden Stützen auf spannungsfreie Montage der Frontverkleidung. Zur besseren Auflage sind hier an den Auflagepunkten 2 Karosseriescheiben beigelegt.
Die beiden Kabelstränge, einmal vom Cockpit- und Ablenkschalter, sind durch je eine Gummitülle gegen Durchscheuern geschützt. Die 6 kurzen Kabel mit den Isolierschutzkappen werden im Scheinwerfergehäuse zusammengeführt. Zu beachten ist, es werden die gleichfarbigen Kabel verbunden. Die 4 restlichen Kabel werden an der Lampenfassung aufgesteckt. Schwarz an 31, Masse, zweimal weiß an A, Fernlicht, wobei ein Kabel vom Ablenkschalter kommt und das zweite zur Fernlichtkontrolle führt. Dann noch gelb an B, also Ablenklicht, dieses Kabel kommt ebenfalls vom Ablenkschalter. Fassen Sie beim Einsetzen der Glühlampe, sie hat die Bezeichnung 6 Volt 35 35 Watt, diese nicht mit blanken Fingern an. Der verdunstende Fingerschweiß würde sich im Reflektor niederschlagen. Nun einige Worte zum Scheinwerfereinsatz. Der Reflektor oder auch Spiegel ist mit dem Scheinwerferglas vergossen und mit 8 Spannfedern im Glashalterring befestigt. Achten Sie beim Einsetzen eines neuen Reflektors mit Glas darauf, dass die Nase an der Glasunterseite in die Aussparung des Ringes greift. Die 8 Spannfedern werden gleichmäßig am Umfang des Glashalteringes eingesetzt. Vermeiden Sie mit den Fingern in den Spiegel zu greifen, da dadurch die Beschichtung angegriffen wird. Wir setzen die Fassung ein, wobei der Federbügel den Glühlampenhalter arretiert und befestigen den Scheinwerfereinsatz mit einer Zylinderschraube M4x20. Um den Vorderbau zu komplettieren, bauen wir noch die beiden Rückspiegel an. Sie werden am jeweiligen Bedienungshebel mit Federring und Mutter befestigt. Das Anzugsmoment beträgt 28 Newtonmeter. Sie sind später noch für den jeweiligen Fahrer einzurichten. Nun zum Signalhorn. Kleinkrafträder mit eingebauter ULO-Blinkladeeinheit oder separate Batterie sind mit einem Gleichstrom-Signalhorn ausgerüstet, während die K50 Sprint mit einer Wechselstromschnarre ausgestattet ist. Eine Reparaturmöglichkeit am jeweiligen Signalhorn besteht nicht. Es kann auf Durchgang geprüft werden. Beim Gleichstrom-Signalhorn kann durch geringfügiges Verdrehen der Stellschraube an der Rückseite die maximale Lautstärke bzw. der Klang verändert werden. Auf keinen Fall darf die Mutter an der Membranplatte verstellt werden. Beim Anbau werden das schwarz-gelbe Kabel von der Blink-Ladeeinheit und das braune Kabel vom Hupendruckknopf angeschlossen. Mit der Haltelasche wird zugleich auch das Zentralmassekabel befestigt. Sollte der Druckknopf beim Betätigen keine Masse geben, das braune Kabel auf Unterbrechung prüfen. Eventuell muss an der Kontaktstelle Druckknopf zum Lenkerrohr die Masseverbindung durch Abschmirgeln hergestellt werden. Nun zum Bremslichtschalter. Er ist mit 2 Zylinderschrauben M4x12 befestigt. Wird der Fußbremshebel betätigt, hebt sich der Schalter vom Anschlagwinkel, das heißt, der Schaltekontakt wird geschlossen. Zur Prüfung und Einstellung des Schalters muss entweder der Motor laufen oder wir benutzen den Sachs Testboy, um das Durchschalten zu kontrollieren. Der Bremslichtschalter wird so eingestellt, dass er noch vor Wirksamwerden der Fußbremse anspricht. Der Leerweg des Schalterkontaktes kann durch geringfügiges Nachbiegen des Anschlagwinkels korrigiert werden. Danach schließen wir noch die beiden schwarz-roten Kabel an und setzen die Schutzkappe auf.